Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Tja, und hier geht es richtig dick die Post ab. Gucken, ob wir das gleich gut läuft hier. Ach, natürlich nicht. Bin ja ziemlich... am Arsch. Komm schon, geh hinter die Wand. Los, los, los! Noch mehr. Der innere Kreis hatte schon einiges vorzuweisen. Braucht ziemlich dringend Painkiller, ne? Projekt Valhalla war nicht das einzige, in das der innere Kreis verwickelt war. Es gab reihenweise Schränke voller Akten. Die Geheimgesellschaft hatte eine lange Tradition. Immer hatte sie aus dem Schatten die Fäden gezogen. Es tat mir nicht unbedingt leid, dass Wodens Zug in seinem byzantinischen Kräftespiel die Mitgliedschaft auf einen einzigen reduziert hatte. Ich sollte für den alten Mann aufräumen. Es war ja auch meine Unordnung. Naja, okay. Tja, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gearscht hier jetzt. Was jetzt hier weitergeht. Painkiller technisch ist das alles so ein bisschen, ja. Schön gerumst hier jetzt, ne? Können wir noch rüberlaufen? Bringt uns das was? Wow. Immer. Oh, wo hängst du denn hier fest, Mensch? Ja, aber natürlich. Hab ich natürlich jetzt schön erwischt hier, ne? Aber gut. Der innere Kreis hatte schon einiges vorzuweisen. Ja, das hatten wir ja nun schon. Regel ich das doch so. Ja, zur Sicherheit. Boah, shit. Ja, genau. Regel ich das doch so. Der innere Kreis hatte schon einiges vorzuweisen. Das klappte ja super. Irgendwie müssen wir das ja jetzt mal schaffen hier, ne? Kann ja nicht sein. So, ja gut, es müsste ja aber tatsächlich wohl da hoch. Achso, deswegen kippt das dann da um. Bringt uns also tatsächlich was, hier rüber zu laufen. Dann können wir nämlich darüber springen, ne? Jo. Und das ist die Tür auf. Ja, gut. Der Kämmer haben wir halt nicht so viel Muni für, ne? Bin immer so der Shotgun-Freund hier. Fetzen muss das. Ne? Lass mich doch zufrieden. Braucht doch eh schon Painkiller, verdammt. Hier ein dickes Speichersession machen. Sonst bin ich hier erledigt. Verdammter Mistkäfer, ey. Hier komme ich jetzt bestimmt nicht einfach so raus. Aber wir bekommen Painkiller, das ist super. Na, das war klar, dass das kommt. Ach ja. Ja, spielen wir endlich mal Max Payne weiter, ja. Hm.
kommen auch nicht rein. Nehmen uns erstmal einen Drink hier. Erstmal schön eine Cola. Tja, Freunde, dann würde ich mal sagen, guten Tag. Direkt einen Kopfschuss, ey, oder sowas, wa? Er nimmt einfach keine Waffe in die Hand, die er gebrauchen kann, ne? Sagenhaft. Na, kommst du? Nein! Ja, das war schön geflogen. Aber es hat mir nichts gebracht, ne? Okay. Bewegt euch! Der Molotov-Cocktail war nur Verschwendung, ne? Ja, ich speichere das jetzt mal so. Kann nicht wahr sein. Ich sehe da was. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Los, los, los! Natürlich nicht. Was ist denn hier los, Mensch? Los, los, los! Okay, Granatwerfer ist eine schlechte Idee. Eieieiei. Los, los, los! Ach, war nur noch der eine, ja? Na ja, gut. Geht's ja doch voran. Ja, eigentlich hätte ich das da ganz gerne erwischt, ne? Hätte ich hier ordentlich aufgeräumt mit. Aber naja, gut. Da komme ich bestimmt noch nicht hin. Ja, gut, gut. Alles klar. Ja, kann ich denn da tricksen? Komme ich denn da rüber? Eigentlich nicht, ne? Ich muss das definitiv hochjagen. Jo, geil. Wir machen erstmal richtig schön die Hütte sauber hier. Räumen hier richtig auf. Geht das da auch so? Aha, kommen wir da auch hoch. Ja, weil hier die Leiter ja auch kaputt geht. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Da komme ich ja bestimmt wieder nicht hin, ne? Da kommen wir mit Sicherheit nicht durch. Würde ich fast wetten. Gut. Bisschen heilen und erstmal speichern. Hilft ja alles nix. Na, wen haben wir hier? Niemanden? Okay. Bam! Ah, lass mich weg. Lief ja einigermaßen gut, ne? Okay, können da lang. Ich probiere erstmal hier lang zu laufen. Ich glaube, da kommen wir nur noch nicht rein, ne? Da hinten. Ja. Okay. Jo. Ach, er hat mich noch gar nicht bemerkt, ja? Das ist nett. Probieren wir mal was Lustiges aus. Schade, ich wollte ihn eigentlich gern fliegen sehen. Aber das können wir ja nochmal probieren.
Die hat einfach viel zu viel Druck, ne? Gut, dann sehen wir sie halt nicht fliegen. Aber sie sind geflogen, so viel ist mal klar. Ja, schöne Hütte hier, ne? Munition, die wir schon haben. Na, erwische ich dich nicht? Yeah! Geil! Da unten, ne? Juhu! We fly so high, we fly so high up to the sky. Verschwende hier meinen Granatwerfer gerade völlig. Okay, so wird das nix. Außer habe ich meine Granatwerfer-Muni wieder, ne? Ich glaube, ich spinne hier. Oh, ist aber blutig da bei dem. Junge, Junge, Junge. Ich hab da wieder eine Motte hinterm Monitor. Naja. Mal gucken, wie ich die gleich loswerde. Da geht's wieder nicht lang. Das habe ich mir noch gedacht. Da musste doch einfach einer auf mich warten. Können wir mal die Desert Eagle mal ein bisschen benutzen, ne? Jo, weg ist er. Pum. Oh, der hat mich erwischt, der Sack. Ja, Kumpel, wo kommst du denn her? Hier waren wir ja eigentlich schon, ne? Kamst du nochmal von hier unten, oder bei? Oder wird? Wahrscheinlich, ne? Ah, oh, wie die mich immer erwischen, ne? Kann nicht wahr sein. Keine Granaten mehr. Okay. Wow. Wo bist du? Da. Oh, noch einer. Oh. Da oben. Gewesen. Erledigt. So, jetzt kann ich wieder nur durch diese Tür da gerade, ne? Kämpfen uns hier von oben nach unten gerade erstmal, ja. Okay.
Ah, Painkiller müssen leiden. Na, was darf ich hier erwarten? Das war klar, dass es sowas gibt hier. Kein Storytelling, okay. Azir, a bit closer to heaven. Ja, ja. Macht ihn fertig, knallt ihn ab. Lasst uns das zu Ende. Mhm. Machen wir. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los? Ach, ich denke, die Waffe ist aber eigentlich ganz gute Wahl. Macht ihn fertig, knallt ihn ab. Von wegen. Lasst uns das zu Ende bringen. Wie viel denn noch von euch? Direkt erwischt. Steh auf, schieß einfach. Gibt's doch nicht. Dieses Spiel ist aber auch, ne? Verdammt schwer. Oh. Kann nicht wahr sein, ne? Keine Chance, ja. Kann doch nicht wahr sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Painkiller rein hier nebenbei. Ich habe irgendwie fest gespeichert. Komm schon, steh auf und schieß. Boah. Hab ich's echt gepackt, wa? Junge, Junge, Junge. Ist doch nicht mal normal hier. Ich habe ja einiges erlebt und geschafft, aber das ist bei dem Spiel echt... Kann ich nicht mehr zurück, noch Munition oder irgendwie sowas? Na ja gut, komm, damit geben wir uns aber zufrieden, weil da kommen wir gut raus hier aus dem Level, aus der Mission, wie wir wollen. Hier gibt es sogar noch einen Painkiller. Na gut. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, gibt es Alarm, ja? Klasse. Müsste ja mein Schnellspielstand hier eigentlich... Nee, das war es jetzt nicht. Müsste der hier sein, ne? So, jetzt haben wir keinen Alarm. Ist aber eigentlich eh egal. Naja, gut. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell. Nicht so, als wäre das noch nie da gewesen. Auge um Auge, der erste Grundsatz der Rache, alt wie die Erde selbst und immer noch gültig.
Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit, fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Eile. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich parkte den geborgten Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers der Acer Corporation, stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte 1000 Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des Dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier, glatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbkodierter Sicherheitskartenschlüssel, Metalldetektoren und Überwachungsanlagen. Boah, das ist die letzte Mission, ne? Soweit ich mich erinnere. Deswegen ist das so rattenschwer. Okay. Ich habe es ja fast durchgespielt schon. Verdammt kalt. Kälter als der Lauf einer Pistole. Hier wird richtig die Post abgehen, aber das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Also, ne? Bis dahin, haut rein.